Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 145 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Und wir sind auf der Jagd nach dem Schwert des Roten Adlers. Und dann müssen wir hier hin. Also eigentlich alles recht nah beieinander. Allerdings müssen wir dann jetzt Richtung Süden. Das geht ja sogar. Einen richtigen Weg gibt's hier nicht. Macht aber nichts. Ich bin ja eh nicht so für Wege. Oh, Spinnenkampf. Kommen wir da drum rum. Ich habe eigentlich gar keine Lust, mit denen zu kämpfen. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja. So, ich habe auch eigentlich gerade gar keinen Schwank auf Lager. Ich bin schon wieder ein bisschen in Zeitdruck hier. Damit diese Episode bis Freitag auch fertig wird. Ist auf jeden Fall mal wieder alles sehr interessant hier. Von der Gegend her. Ich frage mich jetzt, wahrscheinlich müssen wir eher darauf, ne? Vielleicht laufe ich auch gerade einfach völlig falsch. Da war die Kartspitze. Sorry, Orientierungsverlust. Na, hier scheinen wir nicht wirklich hochzukommen. Vielleicht dort, vorausgesetzt, ich kann wieder laufen, ja. Noch mal auf die Karte. Ein bisschen mehr in diese Richtung halten. Ich hatte da ja schon so eine Ahnung, dass ich im Prinzip gerade zurücklaufe. Es scheint auch wirklich so zu sein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Da oben sieht er doch wieder anders aus. Ach nö, Leute. Irgendwann reicht's aber. Kühnes Frieden. So. Nee, ich glaube, hier waren wir doch noch nicht. Das beruhigt mich halbwegs. Aber wir müssen auch gar nicht dorthin, sondern hierhin. Aber wo genau hin? Ah ja, Rebellengrab entdeckt. Sehr schön. Ziel Rebellengrab, das klingt gut. Was sind das für komische... Ich sehe Farben... Was ist da los? Ach. Nee. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich ist es ein Feature. Jetzt ist es immerhin weg. Hmm,
Das ist schon alles. Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Es gibt auch eine Neuigkeit. Ich habe mir eine neue Maus gekauft. Ich kann jetzt wieder ganz normal klicken. Das ist einerseits ein großer Vorteil, andererseits nimmt mir das natürlich die Ausrede für alle möglichen Fails. Das hier sieht doch definitiv so aus, als ging es da noch weiter. Schauen wir mal. Ich kann jetzt den Zorn des Roten Adlers aktivieren. Was soll denn das bedeuten? Ach Mist. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier noch rein und das erkunden. Ne, die brauchten wir nicht. Wir müssen ja für irgend so eine Alchemistin da noch Kräuter sammeln. Oder für mehrere sogar. Das sieht interessant aus hier. Ah ja. Ah ja. Wer bist du denn da oben? Ach, das ist der Rote Adler. Wieso kämpfen wir jetzt mit dem? Wieso müssen wir alles mit Gewalt lösen? So. T wie Ladung. Und nochmal T wie Ladung. Ah nee, jetzt noch einen großen dazu wäre irgendwie übertrieben. Ich dachte, wir hätten irgendwie noch kleine, aber sieht gar nicht danach aus. Die scheinen mich nicht so wirklich wahrzunehmen bisher. Ist ja mittlerweile ein übliches Problem der Gegner. Ah, das war's schon. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Totenschädel mitnehmen wollte ich nicht. Also ehrlich gesagt, ich glaube, den lasse ich hier. Der ist super schwer. Was soll ich damit? Okay. Das ist gut. Heiltränke sind immer gut. Genau wie Geldbeutel. Oh, Amethyst. Den können wir auch mitnehmen. Ja, sonst scheint mir hier aber nichts weiter zu sein. Das heißt, das war jetzt einfach noch der Kampf gegen den Roten Adler, um damit vielleicht legitim sein Schwert zu erlangen. Ja, beeindruckender Ort. Das kann man auch nicht anders sagen. Bei mir scheint hier sonst nichts. Ich kann ja vielleicht nochmal gerade auf die Karte schauen. Die verrät ja manchmal noch das ein oder andere, aber das sieht mir nicht so aus, als
da war noch links eine... Ich dachte, ich könnte über ihn springen. Kann man nicht abtauchen oder so, ne? Nee. Ja, hier war ich ja eigentlich gerade. Nee, hier gibt's auch nichts Geheimes oder so. Okay. Also raus. Okay. Fluch des Roten Adlers, den können wir uns ja mal anschauen. Untote bis zur Stufe 13 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Also ganz ehrlich, jetzt so rein Waffenwerte technisch ist das eigentlich relativ Wumpe. Ich glaube nicht, dass wir mit dem unbedingt kämpfen müssen. Macht mich stutzig. Warum kann man da theoretisch rauf? Ich meine, praktisch klappt es gerade eh nicht, aber naja. Ich glaube, da ist aber nichts. Ja, fein. Wir haben eine Höhle gefunden. Ich schätze, wir werden dort drinnen weder warme Feuerstellen noch freundliche Gesichter finden. Ja, war doch jetzt auch alles nicht so schlimm. Das da sieht nach einem Drachen wiederum aus. Das könnte schlimm sein. Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich drücke mal die schöne Schnellspeichern-Taste. Wobei wir wahrscheinlich beim Verlassen der Höhle gerade auch einen automatischen Speicherpunkt gesetzt haben. Oh, Moment. Ich will nicht meine ganze Ausdauer verbrauchen. Der kämpft mit einem Säbelzahntiger, wenn ich... Nee. Der Säbelzahntiger könnte jetzt auch noch mit uns kämpfen. Zusätzlich zum Drachen. Was ist denn da... Boah, da ist aber einiges im Gange. Ich glaube ja, dass das wahrscheinlich unser Ziel ist... Das sieht mir eigentlich nicht danach aus, als könnten wir uns hier sinnvoll an den Drachen anschließen. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Ah, der ging schon mal völlig daneben. Oh Gott, der landet da. Hat der Drache gerade mit mir gesprochen? Alduin. Alduin war ja jetzt, glaube ich, ein nicht wirklich lustiger Drache. Wir sind aber weit von der Kartspitze entfernt. Bin ich vielleicht an einem Ort, an dem ich noch nicht sein dürfte? Obwohl Alduin ist ja auch der, der die Drachen hier erweckt, ne? Können wir hier irgendwas... Ja. Also wir verlieren nichts, wir gewinnen aber auch nichts. Man kann nichts tun. Alduin ist ja, glaube ich, der, der die Drachen auch wieder erweckt. Insofern haben wir ihn vielleicht sozusagen gerade bei der Arbeit erwischt. Aber wir können hier nichts weiter tun. Was sind jetzt hier die... Da. Das müsste die... Nee. Da ist die Kartspitze. Wo ist denn diese Quest für die Kartspitze? Die sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ist auch immer noch ein bisschen komisch, dass wir hier nichts tun können.
nicht, noch nichts tun mussten oder überhaupt. Einfach nur die Begegnung mit dem Alduin. Und wahrscheinlich war es gut, dass es nicht zum Kampf kam. Ui. Das ist ja mal wieder genau unser Typ Weg. Ja, genau. Super. Super geil. Oh mein Gott. Es könnte sein. Ich kann nicht springen. Warum nicht? Der wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Nee. Okay. Ich gehe auf den Desktop und schaue, wie man die Kollision ausschaltet. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. TCL. TCL. Was habe ich da jetzt gerade eben irgendwas gemacht? Mit CL, Character Light. Okay, also das war das, was ich wollte. Da fehlte einfach das T. So. Dann machen wir die Kollision. Was ist denn jetzt mit der T-Taste los? Ich werde wahnsinnig. Ich brauche doch nicht noch eine neue Tastatur, oder? So, Schleichen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Müssen hier runter und da vorne wieder rauf. Juhu! Eher hier. Mal wieder absolut beeindruckend, was hier so zu sehen ist. Macht das mal unter euch aus. Ich möchte nur zur Kartspitze. Markart und irgendwas anderes. Einsamkeit. Warum hat die Ziege jetzt geziegt, als ich den Schrein aktiviert habe? Oh, wir müssen rauf. Wir müssen dort rauf. Könnte das hier etwa ein Weg nach oben sein? Gar nicht mal so schlecht aus. Naja. Also. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich bin völlig. Ich war völlig falsch orientiert. Ich habe mich hieran orientiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das heißt, wir müssen absolut nach Norden. Nach Norden. Nach Norden. 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 Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich gleich wieder runter. Das ist ja jetzt hier unglaublich. Hallo Leute? Hier drüben! Ich wollte eigentlich nur mal mit euch sprechen. Aber mit sprechen habt ihr es wohl nicht so, was?
Mann, Mann, Mann. Immer diese Abgeschworenen. Da, 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 da. Da hinten vielleicht? Es könnte sein. Das heißt, ich bin echt komplett völlig falsch gelaufen, aber sowas von vollkommen falsch. Komplett die falsche Richtung. So, da will ich jetzt, glaube ich, tendenziell eher nichts mit haben. Das klingt latent nach Drache, aber ich weiß nicht wo. Kann auf eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten zurückblicken. Dies ist das Haus Altholdan. Saubere Betten und starke Getränke. Ihr seid schrecklich, reif für euer Alter. Passt auf, was ihr sagt, Fremder. In unserem Gasthaus lassen wir uns keine frechen Antworten gefallen. Ja, ich fand das jetzt auch irgendwie ein bisschen frech, aber es war halt meine Möglichkeit. Ihr wollt also Tiber Septims Zimmer mieten? Tiber Septims genau. Zimmer. In der zweiten Ära führte Tiber Septim selbst die Armee an, die Altholdan von den Barbaren von Reach eroberte. Septim gründete später das Kaiserreich, das Tamriel vereinte. Doch seine erste bekannte siegreiche Schlacht fand hier statt. Und in dieser Taverne befindet sich das Bett, in dem der große General in der ersten Nacht als Befreier von Altholdan schlief. Es ist immer noch so gut wie vor Hunderten von Jahren. Ich bin beeindruckt. Ich miete das Zimmer. Viel Spaß dann. Es ist das große Zimmer mit dem Doppelbett. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Was wollte sie mir jetzt damit sagen? Lasst... wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Mache ich. Ich guck mal, ob der Tiber Septim noch was im Beistelltisch vergessen hat. Oh, Entschuldigung. Habt ihr die Bettwäsche gewaschen? Hab ich. Diese Metflecken sind immer hartnäckig. Ja, das glaube ich. Ja, ich bin beeindruckt von Tiber Septims Zimmer. Es ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deshalb gehen wir wieder raus zum Drachen. Zumindest vermute ich, dass hier irgendwie ein Drache zugange ist. So, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus vom Weg her. Wir müssten da hoch. Das hier sieht nach hoch aus. Der Drache an der Kartspitze auf uns wartet. Das ist definitiv ein Drache. Aber wo ist er? Oh, da! Ein grüner Drache? Ein Blutdrache. Whoa. Wo ist da?
an sich. Jetzt könnte er wieder aus dem Flug heraus angreifen. Nein! Genau, das sollst du. Mal nicht auf Kaio schießen, sondern auf den hier. Das sieht gut aus. Ja. Eieieiei. Da ist es wieder soweit. Und wir sind nicht nur ein bisschen überlastet, sondern vollkommen überlastet. Gibt es da Möglichkeiten? So, 25 Punkte Frostschaden und 13. Der macht 14. Und 10 Punkte Brandschaden. Ja, ich finde es halt so blöd, solche besonderen Waffen dann einfach wegzuschmeißen. Moment, stopp. Wir haben doch den Kaio noch. Er bringt uns an einen warmen Ort, wie ich vermute. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich werde etwas von eurer Last übernehmen. So, und zwar... Achso, nee, das sind seine Waffen. Du sollst was von meinen Waffen nehmen. Die nimmt er nicht. Aber die Stäbe kann ich ihm geben, das ist schon mal gut. Oh. Ich glaube fast, er kann auch nicht mehr viel tragen. Aber ich könnte dem mal wiederum diese Waffen hier abnehmen und die einfach wegschmeißen. Stahlstreitkolben, Stahlschwert. Die braucht er nämlich mit Sicherheit nicht. Dafür kriegt er dann noch den Stab. Jetzt kann ich ihm doch die auch geben. Komm, dann kriegt er das Elfenschwert der Schneestürmer. Und das Vulkanglasschwert der Entkräftung. Jetzt gehe ich erstmal wieder raus. Khajiit wird von Waffen. Und der kommt weg. Sind wir immer noch überlastet. Verdammte Axt. Tragfähigkeit um 40 Punkte. So. Praktischerweise habe ich jetzt mal wieder die Orientierung verloren. Ich bin mir auch überhaupt gar nicht sicher, ob wir diese ganzen Drachensachen brauchen. Diese ganzen Knochen und was wir da immer alles einsammeln. Aber irgendwie will ich es auch nicht wegschmeißen. Ja, hier kamen wir wahrscheinlich her, ne? Ja, das sieht sehr danach aus, also doch in diese Richtung. Dort oben wahrscheinlich. Oder sind wir jetzt wieder bei dem Haus? Ich werde nicht mehr. Nee. Noch ein anderes Haus.
aber interessant, viel bewohnt hier. Nur hat dieses Haus keine Tür. Doch, hat es wohl. Bergarbeiterhaus, okay. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht groß mit Bergarbeitern. Hey, ich weiß nicht, wohin ihr geht, aber haltet euch von der Mine fern. Die ist nicht sicher. Die Mine ist nicht sicher, weshalb? Wir sind auf eine alte Krypta der Nord gestoßen. Da wimmelt es von Draugr. Diese ganzen Untoten halten uns vom Schürfen ab. Ich würde da nicht runtergehen. Ich kümmere mich für euch um diese Draugr. Ihr macht Scherze, oder? Diese Knochenläufer reißen euch in zwei. Aber wenn ihr euch töten lassen wollt, nur zu. So, Leute, das war leider viel unnütze Rumlauferei, wegen Orientierungsverlust und so weiter. Aber wir sind unserem Ziel näher gekommen, haben gegen einen Drachen gekämpft und tragen jetzt schwere Stiefel. Ich würde das mal als Erfolg werten. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Mine und hoffentlich dann auch mal der Kartspitze. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald vor Soljuns Mine. Macht es gut, ciao.